So, da sind wir schon wieder. Und wir kommen wahrscheinlich jetzt zur nervigsten Aufgabe, die es gibt diese Woche, nämlich füge innerhalb von 10 Sekunden Schaden zu, nachdem du ein Versteck verlassen hast. Und dann natürlich 150 Schaden. Nicht einfach mache einen Treffer. Nein, es müssen 150 Schaden sein. Heißt, wenn ihr irgendwo landet, findet einen Gegner und ihr tötet ihn und er hat kein Blue Life. Habt ihr die Aufgabe immer noch nicht geschafft, weil es fehlen noch 50 Leben. So, für Modus würde ich empfehlen. Empfehlen. Solo-Modus. Und wir werden landen in Lazy Lake. Denn da sind Mülltonnen und da versuchen wir einfach zu landen. So, ihr seht ja, Ladebildschirm. Und ihr wisst, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber trotzdem schon irgendwie mal helfen konnte, lass doch gerne mal ein Abo da, kostet dich nichts. Und gleichzeitig hast du die Chance, unten den 10-Euro-PaySafe-Code zu knacken, weil alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Code genau funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung nach. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich das mit dem Code nochmal genau erkläre. So, Lazy Lake. Nämlich, wartet. Eine Mülltonne ist, warte, nicht, dass ich euch was Falsches sage. Eine Mülltonne ist da und die andere ist hier dazwischen. Ich denke aber mal, dass ich hier dazwischen versuche reinzukommen. Ich kann euch natürlich nicht garantieren, dass es jetzt auch funktioniert. Ich denke eher mal, es wird nicht funktionieren, aber dass ihr auf jeden Fall mal die Grundidee gesehen habt, weil ich denke mal, dass ich das mehrmals probieren muss. So. Wir fliegen nämlich auch direkt drüber. Am besten gehen wir auch direkt heraus. Weil das Problem ist natürlich, ihr müsst erst eine Waffe finden, dann verstecken und dann auch noch einen Gegner finden, der logischerweise daherläuft. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir direkt die Tonne finden. So. Die andere Tonne müsste, ja, hier außen seht ihr sie unter mir. Wir versuchen aber eine andere Tonne zu holen. Nämlich die da. Mann, hör auf zu lecken. So. Und jetzt müssen wir hoffen, dass ein Gegner kommt. Ich weiß, ist ziemlich nervig. Aber wir müssen einfach hoffen. Ich weiß gar nicht, hört man die Geräusche bei anderen? Habt ihr das schon mal irgendwo mitgekriegt? Boah, kann hier nicht einfach einer herlaufen? Komm. Also wie gesagt, die eine Tonne ist halt hier, wo ich jetzt bin. Und die andere Tonne ist hier. Aber ich würde halt hier die Tonne, wo ich jetzt bin, wirklich empfehlen. Aha. Gegner ist bei uns. Aber ich kann nicht die Waffe wechseln hier drin. Ja, Auge des Sturms, schön. Gegner wäre mir jetzt lieber. Am besten 200er Headshot und ich bin der glücklichste Mensch. Weil ich glaube, die Aufgabe wird mehr als nervig werden. Die Frage ist natürlich auch, wo kommt er her? Wenn er überhaupt in unsere Richtung kommt. Dann. Das ist so nervig. Gut, wenn der jetzt natürlich da drüben wäre und wir hätten ein Sturmgewehr und wäre jetzt da auf der Rampe, könnten wir natürlich da auch schießen. Bis hier jetzt halt darüber. Aber haben wir leider nicht. Wir haben nur eine Pump. Also wir brauchen einen Gegner, der wirklich an uns vorbeigeht. Aber es geht ja darum, dass ihr jedenfalls mal die Grundidee seht. Hör doch auf, im Haus rumzulaufen. Ist er draußen? Nee, er ist immer noch im Haus.
Nicht wegrennen. Dachte, jetzt käme. Aber er kommt nicht. Mann, ey, das ist doch eine bekackte Aufgabe. Immer noch nicht. Oh. Nein! Das meine ich. Es kann nur nervig werden. Aber wir werden es noch mal probieren. Komm zurück zur Lobby. Die Sache ist, das wird eine nervige Aufgabe. Ich zeige euch schon direkt nochmal, wo ihr euch auch noch verstecken könnt. Aber ich glaube, da wird es noch schwieriger. Weil da, wenn da überhaupt einer hergeht, ist das schon pures Glück. Nämlich an dieser Farm. Warte, ich guck mal gerade selber, wie der Ort heißt. Die Frenzy Farm. Da sind ja diese Heuballen. Da könnt ihr euch natürlich auch drin verstecken. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit in meinen Augen noch geringer, dass einer landet. Aber wir probieren es jetzt einfach. Oder wir fliegen jetzt mal zur Farm. Dann gucken wir mal, wie es da aussieht. Oder wir gucken halt, wie die Zone kommt. Aber ich denke mal, an der Farm wird es einfach noch schwieriger sein. Aber an der Farm könnten wir eventuell mehr looten und dann mit einer AR auf bisschen Distanz den Schaden machen. Aber warte mal, doch, wir fliegen an der Farm entlang. Das wird halt jetzt echt ein kleines Geduldsspiel. Ich will euch halt einfach nur die Spots gerade zeigen, wo ihr es probieren könnt. Ja, warum nicht im realen Spiel? So, hier unten seht ihr die Farben. Wo fliege ich denn hin? Das Problem ist, ich will natürlich auch nicht direkt sterben. Also eigentlich nicht irgendwo hinfliegen, wo definitiv Gegner sind. Warte. Warte, wenn wir uns die Kiste holen. Die Kiste dann da runter in den Heuballen. Ah, das ist halt schon eine lange Entfernung. Aber wir werden es trotzdem probieren. Ja, AR ist ja schon mal ganz gut. So. Ich hoffe halt, das funktioniert. Da war wieder diese Stimme. Das Spiel macht mich noch paranoid. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Zack, 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 zack. Komm. Und rein da. So, jetzt muss man nur noch einen finden, der halt hierher läuft. Ist halt dasselbe Spielchen wie eben. Man muss halt auch Glück haben. So, gleich werden wir auch wissen, wo die Zone ist. Problem ist natürlich hier, man sieht nichts an dem Haus. Wenn müsste schon unten einer hergehen. Ich sehe auch in keiner Richtung irgendeinen. Da ist auch keiner. Also ohne Quatsch, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Glück hattet oder nicht. Oder und vor allem, wo ihr das gemacht habt. Weil das hilft natürlich den anderen auch. Das hier ist ja nun eine Lösungsmöglichkeit. Ich sehe hier definitiv gar keinen. Oh, wir sind natürlich auch noch in der Zone. Aber was eigentlich gut ist, hier müsste eigentlich dann safe einer herkommen. Und der müsste eigentlich auch mal aus dem Haus rauskommen. Aber er wird wahrscheinlich rübergehen zur anderen Zone. Beziehungsweise zur Scheune, nicht Zone. Ach, beim ersten Mal spielen dachte ich, da hinten wäre ein echtes Lama, das Rote. Hier rennt kein Mensch rum. Ah.
zu weit weg. Und denkt dran, ihr habt nur 10 Sekunden Zeit. Ah, er ist runtergesprungen. Sowas wäre natürlich ideal. Wenn so ein Kampf vor mir wäre und ich könnte mich dann quasi von hinten, also was heißt von hinten, von der Seite oder so anschleichen. Warte. Naja, da ist genau der scheiß Baum davor. Ah, nervig. Komm, baut euch richtig hoch. Aber aus dem Busch kann man halt auch nicht schießen. Oh, sind zu weit weg. Wie gesagt, schreibt mal wirklich in die Kommentare, wie ihr es gemacht habt, wenn ihr es schon gemacht habt. Mann, hier rennt kein Mensch her, ey, das ist doch nicht normal. Das hier ist echt Lost hoch 8. Vor allem hat man eigentlich nie die Waffe in der Hand? Doch. Von hier kommt keiner. Niemand. Niemand rennt hierher. Und das ist das, was ich halt eben meinte. Da ist wahrscheinlich, wie heißt die Stadt? Wartet. Da ist Lazy Lake wahrscheinlich echt die bessere Variante, weil da rennt halt definitiv einer rum. Ihr seht, hier will ja keiner hin. Und wenn, ist die Entfernung zu groß. Hier kommt kein Mensch, ey. Das ist echt unglaublich. Aber ich will das Video jetzt auch nicht zu lang rausziehen. Ihr seht ja jetzt, wie es gemacht werden kann. Also quasi dann hier rausspringen. Zack. Den Schaden machen. 150 am besten. Und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Ich werde natürlich mich jetzt ransetzen, hier weiter rumprobieren. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß bei euch bei der Aufgabe. Und haut rein.